Wenn du schon einmal mit einer Bank bezüglich einer Immobilienfinanzierung gesprochen hast, wirst du festgestellt haben, dass die Bank deine Bonität und deine monatliche Einnahmen- und Ausgabensituation anders beurteilt als du selbst als Investor. Warum ist das so? Welche Worst-Case-Betrachtung macht die Bank? Und wie kannst du deine Bonität für weitere Finanzierungen durch die richtige Strategie verbessern? Genau darüber sprechen wir in diesem Video und geben dir am Ende vier Strategieansätze. Also bleib unbedingt dran und wir sehen uns gleich. Nach dem Intro. Ich begrüße dich wieder ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe. Letzte Woche habe ich einen Vandanten beraten, der gerade dabei ist, die erste Immobilie zu kaufen. Und dabei möchte er so finanzieren, dass die nächste Finanzierung für die zweite Immobilie optimal vorbereitet wird. Deshalb haben wir uns dann im Gespräch gemeinsam angeschaut, wie die Bank die finanzielle Belastung, die durch eine Finanzierung entsteht, kalkuliert. Denn die Sichtweise der Bank unterscheidet sich von unserer Sichtweise als Investoren. Und da ich hier immer wieder gern direkt aus unserer Praxis berichte, habe ich mir überlegt, dass das ein gutes Thema für ein Video ist. Denn viele unserer AMS-Kundinnen und Kunden und auch viele Zuschauerinnen hier auf dem Channel möchten ja Vermögen mit Immobilien aufbauen. Und dazu mehrere Wohnungen kaufen und finanzieren. Das können wir immer wieder den Reaktionen hier auf unsere Videos entnehmen. Und daher ist dieses Video wirklich für jeden Immobilieninvestor interessant und es lohnt sich für dich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Denn am Ende präsentieren wir noch vier Lösungsideen. Wie so oft in unseren Videos nehmen wir auch hier ein konkretes Berechnungsbeispiel. Wir berechnen mal eine Gesamtfinanzierung von 190.000 Euro zu einem Zins von 1,4 mit einer zehnjährigen Zinsbindung. Die Tilgung soll 2% zu Anfang betragen, annuitätische Tilgung. Dann haben wir eine Gesamtrate quasi von 3,4%. Das sind 6.460 Euro im Jahr und 538,33 Euro im Monat. Die Miete für das Objekt beträgt 590 Euro kalt für die Garage und die Wohnung. Das heißt, aus Sicht des Investors rechnet sich das Objekt mit einem Überschuss von 51,76 Euro. Nicht umlagefähige Kosten und Steuern lassen wir jetzt hier zur Vereinfachung mal weg. Es geht ja um die Sichtweise einer Bank im Gegensatz zu der eines Investors. Wie sieht die Bank nun die monatliche Belastung bei der Prüfung der Finanzierung? Ein Überschuss von ca. 50 Euro würde ja bedeuten, dass sich die Bonität sogar verbessert. Die Bank macht aber einen Abschlag von ungefähr 20 bis 30 Prozent bei der Nettomiete und rechnet nur 70 bis 80 Prozent der Kaltmieten an. Damit sind dann pauschal Reparaturen, nicht umlagefähige Nebenkosten und Mietausfall, äh, Mietausfälle abgedeckt. Die Zahlen aus Banksicht sehen also wie folgt aus. Ich habe mir das hier mal notiert. Wir bleiben wieder bei der Gesamtfinanzierungssumme von 190.000 Euro. Die bleibt ja gleich und ebenso auch der Zins von 1,4% mit einer zehnjährigen Zinsbindung. Und auch die Tilgung soll gleich bleiben bei 2% anfänglich, sodass wieder die Bankrate von 538,33 Euro zu zahlen ist. Das heißt, die komplette Ausgabenseite ändert sich eigentlich nicht, da ist die Sichtweise des Investors und der Bank gleich. Aber die Einnahmenseite ändert sich jetzt, denn die Bank rechnet ja bekanntlich nur die 70 bis 80 Prozent der Miete an. Nehmen wir mal hier einen Abschlag von 25 Prozent auf die Kaltmiete, dann wird die Miete von der Bank eben nicht mit 590 Euro angerechnet, sondern nur mit 442,50 Euro, sodass aus Sicht der Bank jetzt zu Anfang hier der, der Finanzierung... Eine Unterdeckung von 95,83 Euro entsteht. Das heißt, die Bonität würde sich aus Sicht der Bank hier um knapp 100 Euro verschlechtern im Vergleich zur Situation vor der Finanzierung, weil eben monatlich in der Kalkulation der Bank knapp 100 Euro weniger zur Verfügung stehen, weil die Bank eben Kaltmiete nicht hundertprozentig anrechnet. Die Bank macht aber auch noch eine andere Kalkulation und die ist dann auf die Zukunft bezogen und spielt auch bei weiteren Finanzierungen eine wichtige Rolle. Denn Banken haben gesetzliche Auflagen, dass sie nicht nur die aktuelle Ist-Situation des Kunden prüfen, sondern auch sicherstellen müssen, dass die Finanzierungsraten vom Darlehensnehmer bis zum Ende der Darlehenslaufzeit gezahlt werden können. Und dafür macht die Bank, ich nenne es mal eine Worst-Case-Betrachtung, in der sie das Zinsänderungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung berücksichtigt, also hier nach zehn Jahren. Banken simulieren also einen höheren Zins und damit eine höhere Annuität nach Ablauf der Zinsbindung, um dieser gesetzlichen Anforderung eben nachzukommen. Eine Art Stresstest bei der Finanzierungsprüfung. Die einzelnen Institute haben dafür unterschiedliche Kalkulationsansätze. Die meisten rechnen mit einer Annuität von sechs bis sieben Prozent auf den Restsaldo. Nehmen wir für unser Beispiel hier mal 6 Prozent, um es jetzt nicht zu schlecht zu rechnen. Wie sieht nun die Rechnung der Bank für die Zeit nach Ablauf der Zinsbindung nach zehn Jahren aus? die auch für weitere Finanzierungen relevant ist. Die restliche Finanzierungssumme hier nach zehn Jahren beträgt 149.236.87, weil ja schon ein Teil getilgt ist, nämlich mit den anfänglich 2%. Und auf diese Summe, auf diese 149.000, bezieht sich nun die von der Bank ange angenommene äh, Annuität von 6%. Das sind dann 8.954,21 Euro im Jahr und 746,18 Euro. Im Monat. Das ist also die Rate, die die Bank dann nach 10 Jahren anrechnet. Die Miete wird von der Bank weiterhin unverändert mit 442,50 Euro angenommen, also 590 Euro Kaltmiete abzüglich 25 Eine Mietsteigerung kalkuliert die Bank meist nicht ein, was natürlich unrealistisch ist. Zieht man von der Bankrate von 746,18 Euro nun die von der Bank angenommene Miete von 442,50 Euro ab, ergibt sich eine Unterdeckung von 303,68 Euro. Das heißt, letztlich verschlechtert sich die monatliche Einnahmenausgabenrechnung aus Sicht von Banken durch diese erste Finanzierung in der Zukunft um ungefähr 300 Euro. Und diese Verschlechterung wird von Banken schon jetzt einkalkuliert, auch bei weiteren Finanzierungen. Das ist schon eine starke Diskrepanz zu deiner persönlichen Rechnung mit einem Überschuss von 50 Euro. Eine Differenz von 350 Euro. Und natürlich ist diese Betrachtung der Belastung nach Ende der Zinsbindung auch unrealistisch, denn die Miete steigt ja in den nächsten zehn Jahren, zumindest nominal. Nur zur Ergänzung und damit zur Beruhigung, falls du nun wirklich beunruhigt bist, dass solche Belastungen auf dich zukommen nach zehn Jahren. Und äh, deshalb haben wir hier noch eine realistische Berechnung der Situation in zehn Jahren, bevor wir dann zu den Lösungsansätzen kommen. Nehmen wir mal eine sehr niedrige Mietsteigerung von nur 2% pro Jahr, also quasi unter der Inflation sogar noch im Moment, dann würde die Kaltmiete nach zehn Jahren schon bei 721 Euro liegen. Die von der Bank kalkulierte Rate von 6% nach Ende der Zinsbindung für Zins und Tilgung beträgt monatlich 746,18 Euro, sodass für dich als Investor nur 25,68 Euro zu zahlen wären. Das mal so zu deiner Beruhigung, falls dich die Sichtweise der Bank mit 300 Euro Unterdeckung nach zehn Jahren erschreckt hat. Aber nehmen wir jetzt mal an, du hast deine erste Wohnung gekauft und so finanziert wie eben geschildert und nun stehst du vor dem zweiten Kauf und möchtest die nächste Wohnung finanzieren. Aus Sicht der Bank hat sich deine Bonität durch die erste Finanzierung bereits erheblich verschlechtert, weil die Bank die fiktive Belastung nach dem Ende der Zinsbindung berechnet und dann auf die Unterdeckung von 300 Euro im Beispiel kommt. Wenn du noch eine zweite Immobilie so finanzierst, dann verschlechtert sich deine Bonität wieder um 300 Euro. Und irgendwann bekommst du dann keine Finanzierung mehr, weil deine Bonität nicht mehr ausreicht. Wie sehen nun Lösungsansätze aus, falls du welche brauchst? Denn es gibt ja durchaus Immobilieninvestoren, die ein so hohes Einkommen haben, eventuell auch zu zweit, dass eine Verschlechterung der Haushaltsrechnung um ein paar hundert Euro kein Problem darstellt. Aber für die meisten Investoren wird das irgendwann ein Thema im Gespräch mit den Banken, wenn einige Wohnungen vorhanden sind. Wie kannst du nun dafür sorgen, dass du möglichst viele Wohnungen finanzieren kannst? Der erste Schritt ist, dass du dir darüber im Klaren bist oder wirst, wie die Bank dich sieht. Also wirklich mal deine Haushaltsrechnung mit den geschilderten Kriterien der Bank durchrechnest und schaust, wie viel finanziellen Spielraum du aktuell noch hast für weitere Finanzierungen dazu empfehle ich dir auch unser video von immobilienleben aus der serie und das heißt so ermittelst du deinen finanzierungsspielraum indem wir noch andere bankkriterien beleuchten das verlinken wir auch im abspann. eine lösungsmöglichkeit um die zahlen aus banksicht zu verbessern ist natürlich eine höhere tilgung zu vereinbaren das ist zwar aus steuerlicher sicht eher kontraproduktiv und bedeutet aktuell weniger haushaltsüberschuss kann aber aus besagten gründen im einzelfall sinnvoll sein um die nächste finanzierung zu ermöglichen. Denn dadurch, durch die höhere Tilgung, reduziert sich die Restschuld nach Ablauf der Zinsbindung, die dann mit der 6-prozentigen Annuität kalkuliert wird. Das heißt, die Ausgaben nach der Zinsbindung reduzieren sich. Wir haben mal hier ein Beispiel gemacht. Würdest du in unserem Beispiel die anfängliche Tilgung von 2% auf 3% erhöhen, dann würde die Restschuld nach zehn Jahren eben nicht mehr 149.237 Euro betragen, sondern nur noch 128.588 Euro. Und damit reduziert sich die von der Bank kalkulierte Rate um ca. 103 Euro, sodass die Unterdeckung in 10 Jahren aus Sicht der Bank nur in Anführungsstrichen noch 200 Euro beträgt. Eine weitere Lösung, die in eine ähnliche Richtung geht, ist eine längere Zinsbindung zu vereinbaren, also zum Beispiel 15 Jahre statt 10 Jahre, denn dadurch reduziert sich automatisch auch der Restsaldo, der mit der hohen Annuität gerechnet werden muss, da du dann zum Beispiel 5 Jahre länger tilgst. Machen wir es mal konkret anhand unseres Beispiels hier, auch unter Berücksichtigung eines Zinszuschlages von 0,2% für die längere Zinsbindung. Die Restschuld würde 125.626,59 Euro betragen, statt wie vorher 149.236,87 Die Bankrate von 6% würde dann 628,13 Euro betragen monatlich. Dem steht die Einnahme von 442,50 Euro gegenüber, also die 75% der Kaltmiete. So dass bei der Zinsbindung vor 15 Jahren eine Unterdeckung von 185,63 Euro aus Banksicht entsteht, statt eben vorher 303,68 Euro nach 10 Jahren. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied in der monatlichen Haushaltsberechnung. Eine weitere Variante, über die wir auch schon in Videos hier auf dem Channel gesprochen haben, ist die Kombination mit einem Bausparvertrag. Wenn der Bausparvertrag am Ende der Zinsbindung zugeteilt wird, dann muss keine Annuität von 6% berechnet werden, weil bekannt ist, welche Rate nach Ende der Zinsbindung gezahlt werden muss. Denn die Kondition und die Rate nach der Zinsbindung liegen bei Abschluss des Bausparvertrages ja bereits fest. Wichtig ist nur der richtige Tarif, damit die Bausparrate nach der Zuteilung nicht zu hoch wird. Zu diesem Thema haben wir auch schon Videos gemacht, unter anderem das Video Absolute Zinssicherheit bis zum Ende der Finanzierung, das wir hier mal verlinken. Als Fazit lässt sich sagen, bei der Finanzierung kommt es nicht nur auf den absolut besten Zins an, also den niedrigsten, sondern es kommt darauf an, dass die Finanzierung zu deinen Zielen und deiner Bonität passt. Gerade aktuell ist es für uns als Investoren ja bekanntlich schwierig, passende Objekte zu finden. Du kannst aber die Zeit bis zum nächsten Kauf gut nutzen, um dich mit dem Thema Finanzierungen zu beschäftigen und die für dich passende Strategie zu finden. Und wenn du dabei professionelle Unterstützung haben möchtest, dann melde dich gern bei uns, entweder per Mail oder über das Kontaktformular in der Beschreibung. Und wir schauen dann gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern und mit dir, wie die beste Finanzierungsstrategie für dich aussieht. Und wenn dir das Video gefallen hat, was ich hoffe, dann lass uns bitte ein Like da, ein Daumen hoch. Das freut und motiviert uns. Und das registriert auch der YouTube-Algorithmus. Und wenn dich Themen zu Immobilien und Finanzen interessieren. Dann laden wir dich herzlich ein, unseren Channel hier zu abonnieren, falls noch nicht geschehen und vor allem die Glocke zu aktivieren. Damit wird dir dann automatisch jedes neue Video angezeigt, sodass du nichts verpasst, was für dich und deinen Vermögensaufbau interessant und wichtig ist. Im Abspann haben wir wieder zwei Videos aus unseren über 225 herausgesucht, die wir dir empfehlen möchten. Aber schau dich auch gerne auf unserem Channel um. Da gibt es noch viele interessante andere Themen. Als erstes das Video aus der Serie von Immobilien leben, das wir eben schon erwähnt haben, mit dem Titel So ermittelst du deinen Finanzierungsspielraum, das dir hilft und konkrete Kriterien an die Hand gibt, um deinen Finanzierungsspielraum zu berechnen. Und als zweites Video auch ein Finanzierungsthema, nämlich endfällig tilgen, Vor- und Nachteile. Ich bedanke mich bei dir wieder fürs Zuschauen und Zuhören, wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Heiko Klaschewski.